meinen Ablauf überlegt. Ich werde erst aus dem Nachwort lesen, um den Kontext von Leon Poliakows Wirken ein bisschen einzubetten. Und dann wird jeder von uns ein, zwei Passagen aus dem Leben von Leon Poliakow vorlesen. Den Holocaust persönlich nehmen. Leon Poliakow gehörte zu jener ersten Generation von Holocaust-Forschern, die in alter jüdischer Tradition dem Vergessen entgegenarbeiteten und als Hobbyhistoriker schon mit der Dokumentation der Verbrechen begannen, als die Vernichtung der Juden noch im Gange war. Kurz zum Begriff Hoben ist ein hebräisch-jüdischer Begriff, der für die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, also für die bis dato größtmögliche Katastrophe in der Geschichte der Juden steht. Lange bevor Termine wie Holocaust oder Shoah für die systematische Judenvernichtung verwendet wurden, begannen überall in Europa Verfolgte, die oftmals auch dem aktiven Widerstand angehörten, wie Leon Poliakow beispielhaft verlegt, sich der Dokumentation und Analyse der gegen sie verübten Verbrechen anzunehmen. Der Grundsatz Zahor, erinnere dich, ist ein wesentlicher Bestandteil der jüdischen Kultur. Zurückverfolgen lässt sich dieser Auftrag des Erinnerns bis zu den Verbrechen und Kriegen gegen die Juden in der Antike, beginnend mit der Zerstörung des ersten Tempels 587 sowie der nachfolgenden babylonischen Gefangenschaft. Die griechischen Pogrome gegen die Juden in Alexandria 38 nach, der jüdische Krieg 66 bis 73, Pogrome während des ersten Kreuzzuges 1096, sowie die Angriffe und Massaker an Juden im zaristischen Russland und im russischen Bürgerkrieg, vor allem in der Ukraine in den 20er Jahren, wurden akribisch für die Nachwelt aufgezeichnet. Bereits 1942-43 vergrub Emanuel Ringelblum mit seiner Gruppe Onek Shabbat, deutsch die Freunde des Schabbats, Blechkisten und Milchkannen mit Papieren und Fotos, um die Verbrechen, die die Deutschen gegen die Juden im Warschauer Ghetto begangen haben, zu dokumentieren. Bekannt ist auch der Ausspruch des großen jüdischen Historikers Simon Dubnow, der bei seiner Deportation aus dem Ghetto von Riga 1942 den Umstehenden zurief: Juden, ihr müsst alles aufschreiben, ihr müsst alles dokumentieren. Leon Poliakow begann noch während des Krieges, anfänglich durch einen Zufallsfund, mit der Dokumentation der Verbrechen der Nazis. Vor allem, jedoch nicht ausschließlich jener, die an Juden begangen wurden. Wertvolle Dokumente und Erfahrungen konnte er als Mitarbeiter der französischen Delegation bei den Nürnberger Prozessen sammeln, bei denen der Massenmord an den Juden jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielte. Poliakow, der wie viele andere aus einer säkularen jüdischen Familie stammt und als solcher erst von den Antisemiten und den Nürnberger Gesetzen zum Juden gemacht wurde, verteidigte sich als Jude, weil er herausfinden wollte, Zitat, warum man mich umbringen wollte, mich und Millionen andere unschuldige Menschen. Schon 1951 veröffentlichte er seine in viele Sprachen, jedoch bezeichnenderweise nie ins Deutsche übersetzte Studie Brevier de la Haine, das Brevier des Hasses, die erste analytische Arbeit über den Holocaust überhaupt. Wie Raoul Hilberg festhält, war Poliakow damit der Pionier, der die wissenschaftliche Disziplin begründete, die wir heute als Holocaust-Forschung bezeichnen. Hannah Arendt rezensierte das Werk sehr positiv im Commentary Magazine und auch für andere spätere Shoah-Forscher wie Gerald Reitlinger, Raoul Hilberg und Saul Friedländer hatte das Werk eine enorme Bedeutung. Poliakow arbeitete darin das Wesen der Shoah heraus, wie lange Zeit kein Historiker nach ihm. Er analysierte den Vernichtungswillen gegenüber den Juden als das zentrale Ideologiemoment der Nationalsozialisten. Hass auf die Juden charakterisierte er als die wesentliche Motivation. Poliakow betrachtete dabei, ähnlich wie Franz Neumann, das Dritte Reich als Polykratie und nicht als jenen streng hierarchisch aufgebauten Staat mit Hitler als zentralem Führer, den viele deutsche Historiker darin zu sehen glaubten. Auch wies er bereits auf die Bedeutung der Aktion Reinhardt hin, das heißt die systematische Ermordung von über 2 Millionen Juden und mindestens 50.000 Roma in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka von Oktober 1941 bis November 1943. Lange bevor Stefan Lehnstedt dies als den Kern des Holocaust entdeckte, hatte Poliakow auf diese frühe Phase des Vernichtungsprozesses im Generalgouvernement hingewiesen, ohne dabei die Massenerschießungen der Einsatzgruppen mit etwa 1 Million Ermordeten, die vielen beteiligten Täter sowie die große Zahl der Zeugen auszublenden. Leon Poliakow arbeitete schon in diesem frühen Werk, das gerade einmal 6 Jahre nach Kriegsende erschien,
die personellen und organisatorischen Verbindungen zwischen der Euthanasieaktion T4, das heißt der systematischen Ermordung von sogenannten psychisch kranken und behinderten Menschen und der planmäßigen Ermordung von Juden und Roma heraus. Ein Zusammenhang, der erst 1995 von Henry Friedländer genauer untersucht wurde. Auch den Entscheidungsweg zur Vernichtung der Juden zeichnete er bereits sehr präzise nach. Bemerkenswert ist zudem, dass Poljakow aufgrund seines intensiven Quellenstudiums bereits 1951 zu dem Ergebnis kam, dass die Verfolgung von Sinti und Roma als Versuch der vollständigen Vernichtung zu betrachten und damit als Genozid einzustufen ist. Deutsche Historiker stritten indessen jahrzehntelang den genozidalen Charakter des Poraimos, das heißt der Selbstbezeichnung im Romanesk, ab. Erst 1980 erkannte die deutsche Bundesregierung diesen Genozid als solchen an. Auch kommt in Brevier de la Haine der vielfältige jüdische Widerstand zur Sprache, der lange Zeit kaum zur Kenntnis genommen wurde. Über ein Jahrzehnt vor dem deutschen Dramatiker Rolf Hochhuth thematisierte er die Haltung der katholischen Kirche und das Schweigen von Papst Pius XII. Zur Vernichtung der Juden. Poljakow bezifferte die Opferzahlen auf über 6 Millionen. Eine Zahl, die ihm das Institut für Zeitgeschichte in München, das heißt die zentrale Instanz der jungen Bundesrepublik zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen, 9 Jahre nach der Veröffentlichung nicht bestätigen wollte. Bei Poljakows erstem auf Deutsch publizierten Buch handelt es sich schließlich um eine kommentierte Quellensammlung, die er zusammen mit dem polnischen Auschwitz-Überlebenden, Widerstandskämpfer und Schriftsteller Josef Wolf herausgab. Poljakow und Wolf hatten sich in Paris, dem damaligen Zentrum der oftmals jüdisch sprechenden und schreibenden groben Historiker, kennengelernt. Beide hatten 1947 an der ersten internationalen Konferenz zur Dokumentation des Massenmordes teilgenommen. Obgleich Josef Wolf in der für ein französischsprachiges Publikum konzipierten Autobiografie Poljakows nicht genannt wird, war die Zusammenarbeit für beide entscheidend. Wolf und Poljakow hatten die gemeinsame Intention, im Land der Henker und in der Sprache der Täter über den Holocaust aufzuklären. Aus didaktischen Gründen entschieden sie sich für eine Quellensammlung, um möglichst neutral die Taten sprechen zu lassen, da sie davon ausgingen, dass die Zeit, in der die Opfer reden könnten, noch nicht gekommen sei. Damit brachen sie ein Tabu in der jungen Bundesrepublik, deren politische und intellektuelle Klasse sich zwar vage zur Verantwortung für den Genozid an den Juden bekannte, es jedoch tunlichst vermied, die Täter beim Namen zu nennen, Verantwortlichkeiten und Taten kundzutun, geschweige denn die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Poljakows großes Archiv an NS-Dokumenten stellte die Basis seiner Zusammenarbeit mit Wolf dar, aus der in kurzem Abstand 3 Werke hervorgingen. Das Dritte Reich und die Juden 1955, das Dritte Reich und seine Diener 1956, das Dritte Reich und seine Denker 1959, die alle im sozialdemokratischen Arani Verlag in West-Berlin veröffentlicht wurden. Poljakow und Wolf rückten den Massenmord an den Juden dabei ins Zentrum der Analyse, beziehungsweise die Dokumente selbst, in denen die Täter ihre Gedanken offenbarten, zwangen ihnen diesen Fokus auf. Zitat: Wie in unseren beiden ersten Büchern wird auch in diesem Kapitel Denker im Nationalsozialismus viel von der Judenfrage die Rede sein. Wenn dies auch keineswegs von uns beabsichtigt ist, sondern sich vielmehr zwangsläufig aus den von uns behandelten Problemen ergab. Die nationalsozialistischen Gedankengänge selbst führen dazu. Im auf Restauration setzenden Wirtschaftswunderland, dessen Historiker und Intellektuelle in Wagner'scher Diktion wahlweise von der deutschen Tragödie oder einer hereingebrochenen Katastrophe schwadronierten, analysierten die beiden Überlebenden erstmals auf Deutsch die Essenz der von so vielen billig umgesetzten NS-Ideologie. Zitat: Das Ausschlaggebende ist vielmehr die absolute Sinnlosigkeit des Amokläufers. Ausrotten, ausrotten. Und damit wären wir beim Wesentlichen angelangt. In der Trunkenheit des Sieges gab es auch in früheren Zeiten schon Massenmorde. Frauen und Kinder wurden auf Schwerter gespießt. In unseren Tagen erlebten wir Dresden und Hiroshima. Eine dem ewigen Zauber der dienstbar gemachte grausame Folgeerscheinung der Technologie. Noch nie aber wurde der Massenmord zum primären Zweck, zu einem stufeverfolgten Selbstzweck erhoben. Die Technik in den Dienst methodischer Verneinung des Lebens zu stellen, blieb allein dem Dritten Reich vorbehalten. Kapital und Energie wurde investiert, bedeutende Kapitalien, ungeheure Energien, von denen die Dokumentensammlung einen Begriff geben will, dienten dem Tode, nicht dem Leben. Massenmord als Selbstzweck.
Was das bedeutet, muss man nicht nur einen Augenblick überlegen. Tausende von kriegsverwendungsfähigen Männern wurden nicht etwa an den deutschen Fronten, sondern zum Massenmord an Frauen und Kindern eingesetzt. Endlose Geleitzüge transportierten die Opfer statt die Kampfgruppen. Begabte Architekten, tüchtige Chemiker hielten den Auftrag, Grundrisse für Riesenkrematorien zu entwerfen oder ihr Talent mörderischer Technik zu widmen. Als letzten Tribut an die menschliche Lebensbejahung verschleierte man diese ganz vielseitige Aktivität als geheime Staatsaufträge und trachtete danach, den Schleier ebenso undurchsichtig zu gestalten wie jenen, der Hitlers Geheimwaffen umgab. Während die Geheimwaffen versagten, war den geheimen Staatsaufträgen ein wahrhaft vollständiger Erfolg vergönnt. Mit allem Drum und Dran entstand eine vollkommen neue Industrie, Hauptzentren Auschwitz, Treblinka und Sobibor. Und hier funktionierte das komplizierte Räderwerk mit einer Präzision, wie man sie von der deutschen Organisationsfähigkeit nicht anders erwarten konnte. Beide, Holjakow und Wolf, passten nicht in das Milieu der deutschen Tätergesellschaft. Ebenso nicht in das Bild des vermeintlich unabhängigen Historikers, der sie in ihrer als Studio neutrale Geschichtswissenschaft betreibt. Doch die deutsche Geschichtswissenschaft versuchte nicht einem analytischen Kühl herauszufinden, was geschehen war, sondern wehrte die Erkenntnis über das Verbrechen und mit ihm das Anliegen der jüdischen Überlebenden gänzlich ab. Gerade die offene Thematisierung der umfassenden Beteiligung der Wehrmacht am Vernichtungskrieg durch Polyakov und Wolf riefen Proteste und Abwehr hervor. Über 13 Millionen Deutsche hatten in der Wehrmacht gedient, fast alle Offiziere und viele Unteroffiziere stammten beim Aufbau der Bundeswehr 1955 auf ihren Reihen und überall im Land organisierten sich Soldaten- und Veteranenvereine. Viele in den 1950er Jahren tonangebende deutsche Journalisten, Schriftsteller und Historiker hatten in der Wehrmacht oder Waffen-SS gedient, so etwa fast die gesamte Avantgarde in der Gruppe 47 versammelten Literaten. Noch immer teilte die Mehrheit der deutschen Bevölkerung wesentliche Ideologiemomente der NS-Weltanschauung oder hielt den Nationalsozialismus für eine gute, wenn gleich nur schlecht umgesetzte Idee. Selbst die vermeintlich als wenig bis unbelastet geltende Generation der bei Kriegsende 18- bis 22-Jährigen, von denen einige auch führende Historiker des Instituts für Zeitgeschichte in München werden sollten, stellten sich im Rückblick als belastet heraus. Belastet einerseits durch ihre jugendliche NS-Sozialisation und ihre Teilnahme als Soldaten am Vernichtungskrieg, andererseits durch die darin wohl maßgeblich begründete antisemitische Grundhaltung, erst Antisemitismus wegen Auschwitz. Zum Ausdruck kam dabei das Fehlen von jeglicher Empathie für die Opfer. Beispielhaft lässt sich dies an der Gruppe 47 gut belegen, deren Vertreter spätestens im Alter wieder zu ihren Wurzeln, das heißt zu den Ansichten der 1940er Jahre zurückkehrten, sich selbst als Opfer stilisierten und die Juden, jetzt verkörpert im Staat Israel, als die eigentlichen Täter brandmarkten. Zu nennen sind hier stellvertretend für viele die Schriftsteller Martin Weiser, Günter Grass und Dieter Wellershoff, sowie der Philosoph und Historiker Ernst Nolte. Polyakov und Wolf kommentierten ihre sorgsam und durchdacht ausgewählten Quellen und Dokumente kurz und prägnant, teilweise ironisch, weswegen sie, die ehemalig Verfolgten von der deutschen Tätergeneration, der unsachgemäßen und unangebrachten Herangehensweise an das Thema Massenmord bezichtigt wurden. Armin Mohler beispielsweise, ein ehemaliger SS-Mann und Apologet der konservativen Revolution, ehemaliger Sekretär Ernst Jüngers und zukünftiger Redenschreiber Franz Josef Strauß, veranschaulichte diese Haltung gegenüber Wolf und Polyakov prototypisch in einer Rezension von Das Dritte Reich und die Juden. Zitat Mohler: Die Biografie der Herausgeber ist uns nicht bekannt, aber man kann sich schwer vorstellen, dass sie einen totalitären Staat aus eigener Erfahrung kennen. Große Furcht herrschte vor allem vor der unkontrollierten Wirkung der Veröffentlichung von Namen und Karrieren der Täter, die von deutschen Historikern durch rücksichtsvolle Nichtnennung geschützt wurden. Während Polyakov in Frankreich eine relativ bescheidene akademische Karriere gemacht hat, er hat immer die Möglichkeit gehabt, an der Universität zu arbeiten, hat immer die Möglichkeit gehabt, zu publizieren. Und die Werke von Jan Polyakov gelten in Frankreich nach wie vor als Standardwerke, sind auch anlässlich des 20. Todestages 2017 teilweise neu aufgelegt worden. Blieb diese Anerkennung Josef Wolf versagt. Er hat 1974 frustriert Selbstmord begangen und man beginnt jetzt erst, sich mit dem Wirken dieses großen Historikers auseinanderzusetzen. Thank you.
Ja, damit wären wir bei dem Teil angekommen, wo wir einige Absätze aus dem Buch euch gerne vorstellen möchten. Ich fange an mit Poljakows frühesten Erinnerungen. Da geht es tatsächlich um seine ersten 5 bis 10 Jahre und auch ein bisschen um die Herkunft seiner Familie. Erinnerungen ans Geburtsland. In Kindheit und Jugend stellte ich mir oft die Frage nach meiner ersten Erinnerung. Möglicherweise war dieses Interesse durch die Lektüre von Leo Tolstois Kindheit angeregt, in der den Erzähler dieselbe Frage umtreibt. Dass Tolstoi mir viel bedeutete, lag daran, dass ich von frühester Kindheit an weiß, ich heiße Leon, weil ich 1910 am Tag nach dem Tod des berühmten Alten geboren wurde. Was meine erste als solche kultivierte Erinnerung angeht, das heißt eine Erinnerung zweiten Grades, die Erinnerung einer Erinnerung, so ist das die Vision rings um einen lichtergeschmückten Weihnachtsbaum versammelter Kinder, die, wenn ich nicht irre auf Deutsch, O Tannenbaum singen. Damit ist bereits das Milieu meiner Kindheit beschrieben. Es ist jenes der noch nicht lange, aber vollkommen an die kulturelle Umgebung assimilierten Juden. Die Familientradition verlangte, dass meine Eltern einmal jährlich an Yom Kippur in die Synagoge gingen. Nach meiner Geburt brachen sie auch diese letzte Verbindung ab. Das heißt allerdings nicht, dass sie sich dem orthodoxen Staatsglauben annäherten. Um die Jahrhundertwende galt Religion in Russland mehr als anderswo den meisten Intellektuellen als mittelalterliches Überbleibsel. In Russland deshalb mehr als anderswo, weil sich alle gesellschaftlichen Missstände auf eine überkommene Autokratie zurückführen ließen. Wenn nur der Zar verschwände, so dachte die Mehrheit der Intelligenzia und der Juden einhellig, dämmere die Morgenröte schon ganz von allein. Die verspätete russische Aufklärung war in dieser Hinsicht besonders strikt und kategorisch, und die Vehemenz dieser Überzeugung lässt besser verstehen, was später geschehen sollte. Meine Mutter war die zweite Frau meines Vaters. Es handelte sich eher um eine Vernunftehe. Sie kannten sich bereits seit längerer Zeit und sie imponierte ihm vor allem in ihrer Funktion als Gymnasiallehrerin. Wie gesagt, bin ich über ihre Familie weitaus schlechter informiert als über meine Vorfahren väterlicherseits. Gleichfalls aus Odessa stammend, war sie schon seit mindestens 2 Generationen russifiziert. Mein Großvater mütterlicherseits war Lehrer in einer russischen Grundschule. Seine Tochter konnte eine höhere Sprosse erklimmen und Geschichte sowie Geografie an Gymnasien unterrichten, da sie ihr Studium mit besonderer Auszeichnung abgeschlossen hatte. Sie war eine sanfte Frau mit strengen Prinzipien. Idealistisch zollte sie mit großer Selbstverständlichkeit den tolstoischen Tugenden der Nächstenliebe, Bescheidenheit und Einfachheit Tribut. Sie verbot sogar ihrem umtriebigen Ehemann während der 2 oder 3 ersten Ehejahre, ja auch nur ein einziges Kleid oder Schmuckstück zu schenken und nahm stattdessen mit ihrer alten Garderobe vorlieb. Überdies versuchte sie, vorsichtig und in ihrer intellektuellen Art, uns mit dem Jüdischen vertraut zu machen. Aber die Ehren, eine russischsprachige Zeitschrift für jüdische Kinder, interessierte mich nur mäßig. Statt mich in eine Chronik des Leidens zu versenken, wie ich es letzten Endes zu tun gezwungen war, wollte ich damals lieber Astronom werden. Ich glaube, die 5 Stieftöchter, deren Älteste schon 15 Jahre alt war und sich eine Karriere als Sängerin in den Kopf gesetzt hatte, waren meiner Mutter eine schwere Bürde. Ihr erstes Kind erhöhte die Zahl der Töchter auf 6. Kann es da verwundern, dass die anlässlich meiner Geburt eintreffenden Glückwunschtelegramme sinngemäß verkündeten, wir freuen uns, aber wir können es nicht glauben? Ist es außerdem verwunderlich, dass ich ein bemuttertes, übermäßig behütetes Kind war, mit dem erschwerenden Umstand, einem Geflecht an spezifisch russischen Tabus ausgesetzt zu sein, von denen die Erhebung der Lüge zur Todsünde nicht einmal am schwersten auszuhalten war? Waren es eigentlich russische oder jüdisch-russische Tabus? Wer weiß. Wenn jedenfalls die russische Vorstellung von Sünde und das jüdische Schuldgefühl sich vereinigen, kann das weit führen. So zum Beispiel in der Kibbutzbewegung, die durchaus zum Teil von Tolstoi inspiriert ist. Für weitere Beispiele wende man sich der Geschichte der revolutionären Bewegung in Russland zu. Wie dem auch sei, was mich angeht, so rächte ich mich nach Kräften mit den klassischen Methoden.
indem ich mich anflehen ließ, doch ja ordentlich zu essen und vor allem, indem ich Krankheiten am laufenden Band produzierte. In gewissem Sinne habe ich die Scharmützel eröffnet, kam ich doch von einem Ekzem bedeckt zur Welt. Da Antihistaminika damals noch unbekannt waren, verband man mir angeblich die Hände, um mich am Kratzen zu hindern. Das lässt an eine Interpretation des russischen Nationalcharakters denken, die auf die Praxis zurückgeht, Säuglinge fest einzuwickeln. An jene mag man glauben oder nicht. Wenn ich sie erwähne, dann nur, weil ich mich in dieser Hinsicht eher russisch als jüdisch fühle. Das Gleiche gilt für jenen leicht ins Verlogene kippenden Idealismus, der lehrt, um gleich das erste Beispiel zu nehmen, das mir in den Sinn kommt, dass Geld etwas Schmutziges sei. Ich erinnere mich, dass Ärzten ihr Honorar nie sichtbar, sondern immer in einem Umschlag zugesteckt wurde. Mir verkomplizierte diese Haltung lebenslänglich das Dasein. Russisch war der Familienlegende zufolge auch die Kur, der das gelang, woran die Fachmedizin gescheitert war. Meine Nianja, mein Kindermädchen, heilte mein Ekzem, indem sie mir das Gesicht mit Crème fraîche einrieb. Dieselbe Nianja, die Mascha, also Marie, hieß, wollte, nachdem sie mich so wundersam geheilt hatte, offenbar auch meine Seele retten. Jedenfalls schleppte sie meine Schwester und mich in zahlreiche Kirchen und erzählte uns die Passionsgeschichte in ihren Worten. Wohlgemerkt nahm sie uns bei all dem unter Androhung ewiger Verdammnis das Versprechen ab, nichts davon unseren Eltern zu erzählen. Wir nahmen diese Drohungen ernst. Die Beziehungen zwischen jüdischen Kindern und christlichen Hausmädchen waren häufig ein heikles Kapitel, reich an Komplikationen und Geheimnissen mit mehr oder weniger Ogu. Nianja Mascha, die uns sicherlich abgöttisch liebte, erzählte uns auch, wie in ihrem Dorf in Weißrussland die Christenkinder die jüdischen Kinder mit Brenzeln auspeitschen. An all das erinnere ich mich nur vage und indem ich mich vor allem auf das Gedächtnis meiner älteren Schwester verlasse. Aber tatsächlich wurde ich infolge des Ekzems, das gelegentlich wieder auftauchte, von der Medizin zu einem empfindlichen Kind erklärt, das wie im Glashaus großgezogen und unter allen Umständen geschont werden müsse. Man verschärfte die Vorsichtsmaßnahmen noch, nachdem etwa um 1915 eine schlimme Diphtherie ausgebrochen war, als meine Eltern gerade auf Reisen waren. Vielleicht schrie ich deswegen zum Zeichen des Protests: Böse Leute und nicht gute Leute, rettet mich! Danach folgten die klassischen Nachwirkungen, nämlich eine mehrere Wochen andauernde Lähmung der Beine. Ich kann nicht sagen, ob ich in diesem Fall somatisierte, wie man heute sagen würde, aber Tatsache ist, dass man mir damals verbot, das Lesen zu lernen. Ich reagierte damit, dass ich mir auf eigenen Wegen das Alphabet erschloss und ein fanatischer Leser wurde, der sich für das winzigste Stück bedruckten Papiers interessierte. Später spitzte ich all das noch zu, indem ich heimlich französische Autoren las, insbesondere Maupassant und Zola, die in Russland viel beliebter waren als in Frankreich. Wahrscheinlich, weil die Russen in diesen Klassikern einen Hauch Erotik fanden. Zu dieser Zeit, wir befinden uns inzwischen in den Jahren 1916 bis 17, war mein Vater sehr reich geworden. Seine Geschäfte waren vielfältig. Eine internationale Handelsgesellschaft, eine Werbeagentur, vor allem aber eine Reihe an Zeitungen, die sein Eigentum waren und von so liberaler Ausrichtung, wie es vernünftigerweise noch möglich war. 4 Tageszeitungen in St. Petersburg, wo er seit 1906 wohnte, eine in Vilnius und eine in Odessa. Er beteiligte sich außerdem an der Veröffentlichung von RETSCH, dem wichtigsten Nichtregierungsorgan in Russland, das vom Staatsmann Pawel Miljukow geleitet wurde. Wir bewohnten eine großzügige Wohnung auf der Wassiljewski-Insel am Ufer der Neva. Der Hauptflügel war den Erwachsenen vorbehalten, wohingegen mein Zimmer Teil des Nebenflügels war, in dem sich die Küche und die Wäschekammer befanden. Meine Eltern verzichteten darauf, ihren Reichtum zur Schau zu stellen, denn in diesem Punkt war meine Mutter unnachgiebig. Lediglich 2 Hausangestellte und weder Pferdekutsche noch Auto. Ein erwachsener Cousin, der meinem Vater bei seinen Geschäften zur Hand ging, saß bereits eins. Ebenso war die obligatorische westliche Gouvernante nur eine Deutschbaltin und befand sich somit auf der niedrigsten Stufe jener Hierarchie, deren ersten Rang die Engländerinnen einnahmen, gefolgt von den Französinnen und den Deutschen. Die brave Frau Wallis Birgu, die uns später in die Emigration folgte und ihr Leben als Kindermädchen meines Urgroßneffen Simon Andrieux in Paris beschloss, hatte meine Schwester schnell für unausstehlich und jungenhaft erklärt und gab mir daher den Vorzug. Dennoch mied ich ganz und gar nicht die turbulenten Kinderspiele, das Fangen und Verstecken,
wobei uns aber jeder Kontakt mit den sagenhaften Jungen von der Straße strikt verboten worden war. Uns blieb somit in erster Linie ein halbes Dutzend Cousins und Cousinen. Die Politik, der Weltkrieg, davon wurden wir ziemlich hermetisch abgeschottet. Die einzige Erinnerung, die ich etwa an den Sommer 1914 habe, ist das Gezeter einer Tante über den Anstieg der Preise von Obst und Gemüse. Sicherlich hegte man in der Familie patriotische Gefühle. Zwei meiner älteren Schwestern besuchten Krankenschwesternkurse. Doch ich glaube, die Nachrichten von den russischen Niederlagen und erst recht die Debatten über die Unfähigkeit der Regierung oder die Gerüchte über den Verrat der Zarin sind nie zu uns Kindern durchgedrungen. Was die Revolution betrifft, so kann ich mich gerade noch an die Stromausfälle erinnern, von denen mich einer in Rage brachte, weil die einzige verfügbare Kerze in unserem Flügel der Wohnung zum Beleuchten der Küche und nicht unseres Zimmers diente. Wir haben ein Recht auf die Kerze, schrie ich, denn wir sind nobler Abstammung. Ist es ein Wunder, dass ein Kind männlichen Geschlechts, das auf 6 Mädchen folgt und schon deshalb für etwas Besonderes gehalten wird, völlig von sich selbst eingenommen ist? Da kommt mir noch eine weitere Erinnerung an mein feudalherrenartiges Betragen. In einem Gespräch erklärte mir unsere Gouvernante, dass St. Petersburg, damals Petrograd, von Peter dem Großen gegründet worden war, wohingegen ich darauf bestand, dass es sich um eine jüdische Gründung handelte. Und das, obwohl uns unsere Eltern fast völlig im Unwissen über unser Judentum gelassen hatten. Ganz selten nur, wenn sie von uns nicht verstanden werden wollten, bedienten sie sich des Jiddischen, das sie ansonsten abfällig als Jargon abtaten. Woher kam also meine Verehrung eines Jüdischen? Heute kann ich sagen, dass ich mit einer wirklich jüdischen Erziehung niemals Anspruch auf die Lorbeeren für die Erbauung des russischen Reiches erhoben hätte. Die Assimilation und nur sie befördert diese Art der Umnachtung. Es ist allerdings möglich, dass ich zu Hause Äußerungen über die Intelligenz und den Tatendrang der Juden gehört und daraus größenwahnsinnige Schlüsse gezogen hatte. Von den ersten 8 Jahren meines Lebens behalte ich die Erinnerung an Schlitten, die über Schnee gleiten, an gestrickte schwarze Unterwäsche und Wohnungen mit Doppelfenstern. Oder aber an die Ostseestrände in Finnland, wo wir unsere Sommerferien verbrachten. So auch im Sommer 1917. Wir verbrachten sie in Terijoki, etwa 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, und mein Vater begab sich wie üblich jeden Tag ins Büro, auf russisch Kontora. Eines Abends berichtete er von den neuesten politischen Entwicklungen, die ich so verstand, dass ich ausrief, Petrograd sei das Kontor der Revolution. Es ging dabei höchstwahrscheinlich um die versuchte Kontrarevolution des Generals Kornilov im August. Das Einzige, woran ich mich vom Staatsstreich im Oktober erinnere, ist die Bildung eines Frauenbataillons, das gelobte, die Bolschewiki niederzuschlagen. Offenkundig waren die Sympathien der Familie auf Seiten dieser Damen. Auch erinnere ich mich an die Hungersnot im Winter 1917-18, denn an manchen Abenden aßen wir Frikadellen aus Kartoffelschalen. Und an die Verhaftung eines Onkels durch die eben gegründete Cheka, die allerdings zu diesem Zeitpunkt noch als Behörde wie jede andere angesehen wurde. Weshalb mein Vater nichts dabei fand, sofort hinzugehen, um gegen einen derart willkürlichen Akt zu protestieren, und es tatsächlich schaffte, seinen Schwager zu befreien. So, ich lese jetzt ein Kapitel mit dem Titel Der Zauber Deutschlands. Die Familie Feljakow ist dann während des russischen Bürgerkriegs geflohen, erst nach Paris für ein Jahr, 1920, wo dann Leon Poljakow zum ersten Mal zur Schule gegangen ist. Und zwar in einem eher reichen, sehr bourgeoisen Viertel von Paris. Und er erlebt dieses erste Schuljahr als sehr enttäuschend. Und die ganzen französischen bourgeoisen Mitschüler sind sehr distanziert zu ihm als jüdischen Ausländer und genau, deswegen hat er eine sehr schlechte Erinnerung an das erste Schuljahr. 1921 geht dann die Familie Poljakow nach Berlin. Und im Kapitel, was ich jetzt vorlese, schildert er seine Erfahrung in der Berliner Schule. Die Überschrift des Kapitels Der Zauber Deutschlands. Um 1920/21 hatte sich in Berlin, ganz wie in Paris, eine überaus große russische Kolonie mit ihren eigenen Zeitungen, Schulen, Restaurants und Clubs gebildet. Unsere Mutter war die Gründungsinitiatorin eines Zentrums
zur Wahrung der russischen Kultur, der russischen Ecke, in der etwa 20 Jungen und Mädchen zusammenkamen. Bestimmt waren drei Viertel dieser Kinder jüdischer Herkunft. Eine noch auffälligere Verteilung fand ich an der Goetheschule vor, dem Gymnasium, an dem ich angemeldet wurde. Von den vier Parallelklassen waren drei Lutheraner vorbehalten, während alle Juden plus etwa ein Dutzend Katholiken in der vierten versammelt waren. Tatsächlich ließ sich dieses Ghetto durch den Lehrplan begründen, in dem Religion ein Pflichtfach war. Übrigens auch ein Fach, das zumindest bei uns Juden Anlass zu lärmendem Aufruhr gab, der manchmal eine richtige Rauferei ausartete. Wir Kinder, egal ob einheimischer, polnischer oder russischer Herkunft, fühlten uns bis auf ein oder zwei Ausnahmen fast gar nicht zum mosaischen Gesetz hingezogen, interessierten uns dafür aber lebhaft für die alten germanischen Traditionen und Heldengestalten. Deutschland war das einzige westliche Land, in dem die einheimische vorchristliche Mythologie in der Schule unterrichtet wurde. Die Weimarer Republik hielt an dieser Gepflogenheit fest und im damaligen Zeitgeist übertrieben es die Lehrer meist noch damit. So war es auch bei unserem Klassenlehrer Oberstudienrat Hoffmann, wenn er uns von den Heldentaten der Wikinger und der anderen barbarischen Eroberer erzählte. Ich erinnere mich an die Begeisterung meines Mitschülers und besten Freundes Eugenie Blumberg, wie ich jüdischer Russe, am Tag, nachdem er die Ehre gehabt hatte, Oberstudienrat Hoffmann zu Hause zu besuchen. Du hättest deine Frau sehen sollen, die ist eine richtige Germanin, groß und blond. Ich erinnere mich auch noch an meine Lieblingslektüre damals, die Werke des Romanciers Felix Dahn, ein Alexandre Dumas in klein, der sich aufs Heraufbeschwören der Kämpfe zwischen Germanen und Römern, zwischen den Goten und Byzanz spezialisiert hatte. Oder auch an den Film Friedrichus Rex, dessen Titelmusik ich immer noch singen kann. In meiner noch frischen Deutschlandbegeisterung schockierte mich der Gebrauch der Prügelstrafe an der Goetheschule ganz und gar nicht. Und die Entrüstung meiner Mutter, die meinte, das ist schlimmer als mit der Knute, blieb mir unverständlich. Dass ich zum Entsetzen meiner Eltern innerhalb weniger Wochen dieser Geisteshaltung verfiel, lag daran, dass sie von unserer jüdischen Klasse genauso einfältig geteilt wurde wie von den Klassen der Christen. Und dass sie mit einer Kameradschaft und einem Gemeinschaftssinn einherging, die mir eine Welt voller neuer Freuden erschlossen. Am Lycée in Paris hatte ich nichts Vergleichbares erlebt. Am ersten Tag wurde ich, der Neue, umringt und feierlich begrüßt. Wohl deshalb kann ich auch heute alle Namen meiner Mitschüler aus dem Jahre 1922-23 aufsagen. All diese Kinder an der Goetheschule waren, egal ob jüdisch oder nicht, große Kämpfer und Sportler Naturen. Und ich, der bis dahin noch nicht einmal auf ein Fahrrad steigen wollte, stürzte mich in all diese Vergnügung und Raufereien hinein. Ich wurde sogar zu einem ziemlich wackeren Draufbold und besonders angesehen war ich als Ritter zu Pferde. Das heißt, auf den Schultern eines Kameraden sitzend, wobei es in dem Spiel darum ging, den anderen Reiter zu Fall zu bringen. In jener deutschen Schule wurden die Freundschaften und der Sportsgeist gepflegt durch die zwei- oder dreiwöchigen Schulstunden, die dem Turnen und Mannschaftssport gewidmet waren. Vor allem aber durch die Sonntagsausflüge unter der Aufsicht von Herrn Hoffmann, der uns denen der Liebe zur Natur zugleich die Liebe zum schikanierten deutschen Vaterland einschärfte. Ich ließ mich so sehr indoktrinieren, dass ich am Tag nach der Ruhrbesetzung durch Frankreich im Januar 1923, einem Ereignis, das einen Trauertag und eine patriotische Ansprache des Direktors der Goetheschule zur Folge hatte, davon träumte, Kampfflieger zu werden, um mit einer gut gezielten Bombe den Élysée-Palast zu zerstören. An eine vergleichbare Staatstrauer nach dem Mord an dem jüdischen Minister Walter Rathenau im Juni 1922 kann ich mich nicht erinnern. Weder die Anstrengung meiner Mutter, mich zu russifizieren, noch der zweimal in der Woche stattfindende Religionsunterricht bei unserem armen Rabbi Salomo vermochten die Fluten des germanischen Patriotismus aufzuhalten, die mich wie all meine Mitschüler überspülten. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Ausnahmen von diesem jugendlichen Eifer gab, oder zumindest gab es keine erklärten. Erhält nicht der Kontrast zwischen der Stimmung am Lycée Janson und jener an der Goetheschule während der 1920er Jahre die Verwerfung und das Unheil Europas in den darauffolgenden Jahrzehnten? Aber mir ist es wichtig, noch einen anderen Punkt hervorzuheben. Zumindest im Rahmen des Berliner Gymnasiums mit vielleicht 1000 Schülern beobachtete ich trotz des übersteigerten Deutschland-Eifers kein einziges Mal auch nur das kleinste antisemitische Ereignis. Ich war schon aufgeweckt genug, um mich für diese Frage zu interessieren. Im Übrigen kam es auf der Straße bereits häufig zu solchen Vorfällen, in der Form von Ermauern oder auf den Bürgersteigen gemalten Hakenkreuzen oder Rampeleien unter Jugendlichen. Es gab welche, die einen mit drohendem Ton in der Stimme fragten,
Dicker, bist du Jude? Worauf ich es für geschickt hielt, zu antworten, das geht dich nichts an. Schließlich lief es im Herbst 1923 auf den Hitlerputsch im November hinaus. Und die Partei der Nazis sollte bald 14 Abgeordnete im Reichstag stellen. Die Gefahr begann unübersehbar zu werden. Doch wie die Spezialisten von heute wissen, ging der deutsche Nationalismus nicht zwangsläufig mit Antisemitismus einher. Selbst die Mitglieder der NSDAP waren häufig nur der Form halber Antisemiten, aus Ehrerbietung vor dem Führer, wenn man so will. Heutzutage wird sporadisch die alte Kontroverse über das Verhältnis von Deutschen und Juden vor dem Hitler-Regime fortgeführt. Höchst respektable Autoren wie Hermann Kohne im 19. Jahrhundert oder Larin Goldmann im 20. Jahrhundert glaubten, eine besondere Affinität zwischen beiden entdecken zu können. Dagegen behauptet der berühmte israelische Denker Gershom Scholem, dass es zwischen ihnen nie eine Beziehung oder ein Verständnis gegeben habe, das den Namen verdient. Schon Heinrich Heine versifierte die germanische Toleranz. Du duldest, dass ich atme. Dass du rasest, dulde ich. Mit der Wiedergabe meiner ersten Erinnerungen als Heranwachsender kann ich mich natürlich nicht in solche Hühner aufschwingen. Ich kann nur feststellen, dass für mich als Schüler und in dem Sonderfall Berlin in den Jahren 1921 bis 1923 der Antisemitismus nur wenig wahrnehmbar war. Und so trug diese noch relativ wenig durch die Hirngespinste der Rassisten verpestete Atmosphäre dazu bei, dass mir jene Jahre als die glücklichste Zeit meiner Jugenderinnerung bleiben. Jene, in der ich mich meines unangenehmen Daseins als kränkliches und empfindliches Kind entledige. Viel passiert im Leben von Jan Polyakov. Also die Polyakov sind zurück nach Paris gegangen. Er hat Jura studiert, sein Vater hat eine Emigrantenzeitung aufgebaut, das Pariser Tageblatt. Diese Zeitung ist im Kontext der sogenannten Tageblatt-Affäre ruiniert worden. Jan Polyakov ist dann als staatenloser Ausländer zur französischen Armee eingezogen worden, war beim deutschen Überfall französischer Soldat im Norden Frankreichs stationiert, ist dann südlich von Dünkirchen in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, konnte aus deutscher Kriegsgefangenschaft auch mit Hilfe eines deutschen Offiziers, des Oberzahlmeisters Rohr, fliehen, ist eigentlich in Paris mehr oder weniger abgesetzt worden und war dann eine Zeit lang in Paris. Zur Erläuterung der Lage Frankreichs nach der Niederlage gegen das Deutsche Reich muss man sagen, dass Frankreich faktisch 5 geteilt wurde. Also es gab im Osten Frankreichs Elsass-Lothringen, was vom Deutschen Reich annektiert wurde. Es gab einen Teil der Kanalküste, die dem Militärbereich Belgien zugeschlagen wurde. Es gab den großen Teil Frankreichs, also eigentlich die gesamte Atlantikküste mit Paris, was von den Deutschen besetzt wurde. Und es gab das sogenannte Freie Frankreich, Zentralfrankreich und Südfrankreich unter der Diktatur eines antisemitischen Regimes, unter dem Weltkriegshelden Marschall Pétain. Die haben in Eigenregie antisemitische und antiziganistische Gesetze erlassen, Kommunisten verfolgt auch und haben kollaboriert, wie sie es genannt haben. Und ein ganz kleiner Teil, der später größer wurde, ist von Italien besetzt worden an der Côte d'Azur. Polyakov ist irgendwann 1942, als die Razzien in Paris losgegangen sind, hat er die Linie überschritten und ist in sogenannte Freie Frankreich gegangen, ist nach Marseille gegangen. Marseille war damals, also ist heute auch noch, aber war damals auch ein besonders wichtiger großer Hafen, wo sehr viele Exilanten waren, sehr viele Flüchtlinge, die da versucht haben, noch Tickets, Ausreisevisa oder einfach Transportmöglichkeiten zu bekommen, um das besetzte Europa zu verlassen. Er hat da einen Rabbiner kennengelernt, einen chassidischen Rabbiner, für den er gearbeitet hat. Also sie haben Juden unterstützt, internierte Juden unterstützt und sie haben angefangen, Pässe zu fälschen, Papiere zu fälschen und so weiter. Im November 1942, als die Alliierten in Nordafrika gelandet waren, hat das Deutsche Reich dann Gesamtfrankreich besetzt, aus Angst, dass die Alliierten auch in Südfrankreich landen könnten und eigentlich der gesamte Bereich zwischen heutiger italienischer Grenze und Marseille ist von Italien besetzt worden. Italien hatte zwar selbst antisemitische
Gesetze erlassen, aber die italienische Armee hat sich geweigert, diese antisemitischen Gesetze in diesem Bereich dort umzusetzen und hat die Juden unterstützt, geschützt. Die italienische Armee war auch korrupt natürlich, aber das Bemerkenswerte ist, dass französische Polizisten Juden ausliefern wollten, die italienische faschistische Besatzer geschützt haben. Ein für Frankreich, um es vorsichtig auszudrücken, sehr peinliches Kapitel in der Geschichte. Von Charybdis nach Scylla. Mussolini war gerade entmachtet worden. Italien wechselte die Seiten. Das Ende des Krieges war nun nicht mehr weit entfernt, doch würde nicht vorher noch die deutsche Besatzung an die Stelle der italienischen treten? Gegen Ende August bat mich der Rabbi, zu ihm zu kommen. Ich habe gerade erfahren, dass die Italiener in einigen Stunden den ganzen Südosten mit Ausnahme der Côte d'Azur evakuieren werden. Ich habe entschieden, nach Nizza zu gehen. Wir werden gut 100 Leute sein. Um die italienische Zone nicht zu verlassen, werden wir mit Bussen auf der Alpenfernstraße fahren. Würden Sie mit dem Zug vorausfahren, um unser Quartier vorzubereiten? Ich wollte eben noch André, das war ein kommunistischer Agent, treffen, den ich seit langem nicht mehr gesehen hatte. Dennoch akzeptierte ich auf der Stelle und 48 Stunden später kam ich in Nizza an. Es gab keinen Platz mehr in den Hotels. Der Rabbi war gut beraten gewesen, mich als Kundschafter zu senden. Aus Grenoble, aus Aix-les-Bains und aus Cannes strömten die Juden nach Nizza. Nachdem ich den ganzen Tag umhergelaufen war, hatte ich es endlich geschafft, 15 Zimmer in unterschiedlichen Hotels zu ergattern. Die Karawane des Rabbiners kam, von Müdigkeit gezeichnet, am nächsten Tag über die Berge Route Napoleon an. Außer den Kindern und den Seminaristen hatten sich mehrere jüdisch-orthodoxe Familien dem Konvoi angeschlossen. Nachdem ich den ganzen Morgen damit verbracht hatte, all diese Leute unterzubringen, war ich gerade dabei, mit dem Rabbiner ein Café im großen Saal des Hotels Rivoli einzunehmen, als ein ehrwürdiges Mitglied seines Gefolges, Reb Schächter, mit vor Freude leuchtenden Augen dazwischen platzte. Italien hat den Waffenstillstand unterzeichnet. Es hat die Seiten gewechselt. Wir befinden uns jetzt auf dem Territorium der Alliierten. Herr Rabbiner, noch heute Nacht werden sogar die Amerikaner in Nizza landen. Nun schien in der Tat alles möglich zu sein. Doch nur einige Minuten danach stürmten zwei deutsche Feldgendarme in Uniform durch die Drehtür und stellten sich vor uns auf. Waren sie durch das Fenster auf den Rabbinermantel aufmerksam geworden? Jude, komm her! Ja, du da, steh auf und komm mit, brüllten sie. Der Eigentümer des Hotels trat ihnen sofort entgegen. Der Herr ist mein Gast. Haben Sie hierfür einen Befehl? Die beiden Schergen, die offenbar in eigener Regie handelten, insistierten nicht weiter. Wir kommen wieder, Jude, riefen sie beim Gehen. Abends ging ich aus, um mich auf der Promenade Sanglais umzusehen. Es war heiß und laut. Ein Militärkonvoi stand aufgereiht entlang des Bürgersteigs, aber es waren keine Italiener. Kräftige Gestalten in der erdfarbenen Uniform des Afrikakorps liefen im Dämmerlicht auf und ab und riefen sich mit rauen Stimmen gegenseitig Befehle zu. Gefahr lag in der Luft. Doch am nächsten Tag geschah nichts und auch nicht am übernächsten. Aber auch die Hoffnung auf die Landung der Amerikaner hatte sich zerschlagen. An der Küste wimmelte es nur so von deutschen Soldaten. Das Gros der Italiener war abgezogen. Auf den Straßen sah man noch Gruppen fliehender italienischer Soldaten, die zu Fuß in ihr Land zurückzukommen versuchten. Der Rabbiner hatte sich ebenfalls in den Kopf gesetzt, nach Italien aufzubrechen, und in seinem Auftrag ging ich ins italienische Konsulat, das im Hotel Continental untergebracht war. Ein Beamter bat mich, am Nachmittag noch einmal zu kommen, aber als ich wieder auftauchte, beschwor mich zu verschwinden. Retten Sie sich, die Deutschen waren vorhin hier, sie suchen Juden, sie können jeden Moment wieder hier sein. Am dritten Tag, einen Sonntag, erzählte uns Reb Schächter im Hotel Rivoli im ganzen Körper zitternd von den Deutschen. Vorhin gab mir ein Trupp das Zeichen zum Stehenbleiben. Drei Offiziere in Hemdsärmeln befahlen mir: Hab keine Angst, Jude, wir tun dir nichts. Sag uns nur, wo Koblenz, der Chef eurer Gemeinde, wohnt. Ich weiß nicht, ich bin nicht von hier, ich bin gerade erst angekommen. Warum bist du nach Nizza gekommen? Was tun die ganzen Juden in Nizza? Wie viele seid ihr jetzt? Ich weiß es nicht. Wir wissen es genau. Ihr seid mindestens 30.000. Wenn du nicht weißt, wo Koblenz wohnt, zeig uns, wo die Synagoge ist. Schächte führte sie zur Synagoge, wo
wo er zu seinem großen Erstaunen tatsächlich freigelassen wurde. Er konnte es nicht fassen. Am Nachmittag wurde ich beim Verlassen des Hotels ebenfalls angehalten. Nach einem Moment des Zweifels näherte ich mich dem Wagen, der neben mir angehalten hatte. Der Fahrer wollte von mir wissen, wo eine bestimmte Straße zu finden wäre. Zweite rechts, erste links, brachte ich auf gut Glück heraus. Der Wagen fuhr weiter. René gegen Brunner. Bei Brunner handelt es sich um Alois Brunner, einen überzeugten Nationalsozialisten, Antisemiten der ersten Stunde aus Österreich, der sowas wie die rechte Hand von Adolf Eichmann bei sämtlichen Deportationsvorgängen war, aber auch an der Deportation von zehntausenden Juden aus Thessaloniki beteiligt und ist danach, 1943, ist danach nach Frankreich gesandt worden, um dort die Deportation der Juden zu übernehmen, konnte sich in den Wirren des Krieges dann absetzen, hat Europa verlassen, hat in Syrien Unterschlupf gefunden, hat im Assad-Regime gedient und ist vermutlich erst 2010 gestorben. Am Sonntag, dem berüchtigten Sonntag, an dem die Jagd eröffnet wurde, kam André mit seiner ganzen Mannschaft in Nizza an. Und zwei Tage später erschien Maurice Brenet auf der Bildfläche. Sasu, wie er lebte und lebte. Er selbst in dieser furchtbaren Situation in Nizza nicht auch nur ein Quäntchen seiner Gelassenheit und seiner verführerischen Art verlor. Er war gerade noch einmal davongekommen. Vor einer Woche in Paris verhaftet, war nach 24 Stunden Haft in Drancy dank seines harmlosen Aussehens freigelassen worden. Als offizieller Funktionär der jüdischen Gemeinde von Marseille war er heimlich nach Nizza gekommen, um die Arbeit der verschiedenen Organisationen zu koordinieren. Es gab 4 oder 5 davon. Neben der von André gab es die Zionistische Jugend, eine Organisation der jüdischen Kommunisten und die jüdischen Pfadfinder, die vermutlich die beste Arbeit leisteten. Zum Verständnis muss ich noch auf einige sprachliche Details hinweisen. Ein registrierter Ausweis hieß in dieser Zeit CI, ein nicht registrierter Ausweis BIF, eine Lebensmittelkarte CA. Die Musikanten waren Juden im Allgemeinen. Pianist bedeutete Kommunist, Saxophonist Widerstandskämpfer. Saxophon wurde eine Feuerwaffe genannt, ein Revolver oder eine Maschinenpistole. Die clandestinen Wohnungen wurden als Labore bezeichnet. In Nizza besaßen die Pfadfinder eine bemerkenswert gut ausgestattete illegale Wohnung, von der auch die anderen Organisationen profitierten. Sie war in der zweiten Etage eines ruhigen Hauses in der Rue Verdier eingerichtet worden. Man erhielt Zugang, indem man die gewohnten Vorsichtsmaßnahmen beachtete, wenn ein bestimmter Fensterladen offen stand und man einen bestimmten abgesprochenen Rhythmus geklingelt hatte. Eines Tages fasste Maurice, der Aufgeregte, mir die Situation in einigen kurzen Sätzen zusammen. Ich bin Teil einer Kampforganisation und ich weiß, was ich riskiere. Es gibt hier in Nizza zurzeit bei einer Bevölkerung von 200.000 Menschen fast 25.000 Juden. Falls sie hier bleiben, werden sie alle irgendwann erwischt werden. Ich verfüge über 5 verschiedene Stempel. Einer davon deiner. Und ich erwarte noch 4 andere. Man muss 25.000 falsche Ausweise herstellen und alle Juden zwingen, mit dem Zug, dem Lastwagen oder per Fahrrad zu verschwinden. Ein Viertel, ein Drittel wird vielleicht unterwischt werden. Na gut. Wir werden vielleicht selbst entdeckt und verhaftet. Na gut. Damit müssen wir rechnen. Zu was sind wir sonst da? Maurice, der Aufgeregte, war neu bei den Pfadfindern und trug Seidenhemden, der jeden Tag wechselte. Obwohl noch jung, war er bereits Handelsvertreter gewesen, schließlich Industrievertreter, was ihn von den anderen jungen Mädchen absetzte. Seine ruckartigen Gesten, mit denen er seine Bemerkungen unterstrich, und ein Zucken des Mundwinkels, hatten ihm seinen seltsamen Kosenamen eingebracht. Er war ein geborener Chef und deshalb schnell zum großen Boss des Labors geworden. In Nizza unterlief ihm trotz seiner berüchtigten Kühnheit nie ein Fehler. Doch kurz vor der Befreiung geriet er in Paris in einen Hinterhalt. Er ist in Folterkammern gestorben, ohne irgendetwas verraten zu haben. Getötet oder ermordet wurden auch seine Assistenten. Einige Tage nach meiner Ankunft traf ich auf der Straße einen Kameraden von meiner frühen Schule, Georges Polanski. Gegenüber Georges hatte ich kein gutes Gewissen. Es gibt oft Schulkinder, die von den anderen nicht in Frieden gelassen werden. Es reicht, dass sie eine Schwäche haben. Und Georges hatte viele Schwächen. Er war arm, schüchtern, kurzsichtig und im Sport eine Null.
Er wurde also ständig verspottet. Einige Jahre später, als ich erfuhr, dass er nach Spanien gegangen war, um im Bürgerkrieg zu kämpfen, dachte ich, das sei ein schlechter Witz. Als ich ihn in Nizza mit seinem Bürstenschnitt wieder sah, war dann auch meine erste Frage gewesen, ob er wirklich in Spanien gekämpft hatte. Ich erfuhr, dass er seit vielen Jahren militanter Kommunist war und dass er beauftragt worden war, Möglichkeiten zur Rettung der in Nizza eingekesselten Juden zu eruieren. Ich stellte ihm André vor und ich weiß, dass sie in Kontakt blieben. Über mehr bin ich nicht im Bilde, weil beide streng die Regeln der clandestinen Arbeit befolgten. So standen also eine Handvoll Mädchen und Jungen der SS von Alois Brunner gegenüber. Es ging um die Leben von 25.000 Juden. Aus schierer Not hatten sie sich mit den Techniken des Kampfes vertraut gemacht. Und eben hierin lag die größte Schwierigkeit. Es ist nicht leicht, sich zu verschwören, wenn man 25.000 Komplizen hat. Bilanz der Aktion von Nizza. Von den 25.000 Verfemten waren 2.000 oder 3.000 erwischt und deportiert worden. Die anderen konnten sich in alle Winde zerstreuen und in den ruhigeren Städten und Landstrichen untertauchen, etwa in der Gegend von Le Chambon-sur-Lignon. Von gut 100 Pfadfindern und spontanen Helfern wurde beinahe die Hälfte erwischt und deportiert. Maurice, der Aufgeregte, hatte es kommen sehen.